Papa. Mhm. Ja, Schatz. Kann ich mit meinem Baum kann spielen? Ja, du, ich schätze mal, das Essen ist in 20 Minütchen spätestens fertig. Mhm. Warum nicht? Und, sag mal, hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Ja. Ja? Mhm. Ganz sicher? Ja. Na gut, dann kannst du spielen gehen. Mhm. Und Elias, ziehst du noch Socken an? Okay. Na gut. Doch der kleine Elias verbirgt vor seinem Vater ein Geheimnis, das ihn noch in größte Schwierigkeiten bringen wird. Zuvor bekommt Papa Andreas von seiner Frau Melanie einen Anruf, der bereits für eine böse Überraschung sorgt. Ich habe gestern Abend unsere Platte gefunden und die war kaputt. Ich wollte noch mal hören und irgendwie war die in Stücke gebrochen. Ist die kaputt gegangen? Unsere Platte? Ja, ja, unsere Hochzeitsplatte. Die Hochzeit? Nein, ist nicht wahr. In Stücke? Ja, 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 wie kann, ist irgendwie zerbrochen. Wie kann das denn sein? Also ich weiß von nix, du. Mist, ja, dann müssen wir Elias anfangen, ne? Hm. Kann ja nicht anders sein. Ja. Pass auf, ich bin jetzt ich bin eigentlich schon da. Ach so. Ich klopf gleich. Ja, cool. Tschüss. Bis gleich. Jo, ciao. Also als Melanie mich anrief und von dieser Schallplatte erzählte, ich meine, es war unsere Hochzeitsplatte. Die habe ich ihr mal geschenkt und es war, ich weiß, Melanie hängt an dieser Platte. Und auf einmal ist sie kaputt. Ich war völlig ratlos und habe schon gedacht, vielleicht war es unser Sohn. Ich bin ein bisschen traurig wegen dieser Platte, weißt du? Ja, das glaube ich dir. Mann. Ja, ist ja schade. Hm. Ist das denn gekocht? Ach ja, es müsste was Schnelles sein. Es gibt eine Suppe. Linsensuppe. Linsensuppe finde ich super, Schatz. Ja, weiß ich doch. Jetzt wird es ja gerade wieder ein bisschen kälter. Magst du vielleicht den Tisch decken? Und dann könnt ihr gleich losgehen mit dem Essen. Ja. Und dann. Du guckst an Elias. Ich hole ihn. Muss man gleich mal mit dem reden, ne? Ja, das machen wir mal so gut. Hast du die Kelle weggelegt? Ach, Mist. Oh shit! Nee, die ist er. Schatz! Ja! Den Mund zugeklebt. Hier, was? Wie Kleber. Das ist Sekundenkleber. Wir müssen jetzt wirklich. Ich rufe den Notarzt. Bleib du hier. Ja, sprich mit ihm. Im ersten Moment habe ich ehrlich gesagt den Ernst der Lage überhaupt nicht verstanden. Ja, ich dachte, der hat schon wieder irgendeinen Mist gemacht oder so. Und dann wurde mir das nach und nach klar, dass der vielleicht sogar Sekundenkleber verschluckt hat. Das wäre ja richtig gefährlich. Mein Sohn hat. Oh, der hat mit Kleber gespielt anscheinend und er hat den Mund zugeklebt. Ich weiß nicht, ob noch von diesem Sekundenkleber was in seinem Mund ist. Sie müssen schnell kommen. Können Sie ihn in den Wagen rausschicken? Die Eltern sind nicht nur wegen Elias Mund zutiefst besorgt. Der 10-Jährige kann sich kaum noch bewegen, weil auch sein Fuß und seine Hand festgeklebt sind. Für das eintreffende Rettungsteam wird der Einsatz zu einer großen Herausforderung. Hallo. Hallo, Sohn. Elias. Los, dass Sie da sind. Oh. Hallo. Die Notärztin? Was ist passiert? Hallo. Wir wissen nicht genau, auf jeden Fall hat er hier irgendwie anscheinend mit Sekundenkleber rumgespielt. Und jetzt ist er, der Mund ist zugeklebt und der Fuß klebt hier fest, die Hand klebt davor. Kannst du den Mund nicht aufmachen? Ach, hey. Kann sie da was machen? Ist das ja, wir gucken jetzt, natürlich. Ist das gefährlich? Schauen. Also ich denke nicht, wir müssen jetzt mal schauen. Ne? Warum nicht die Platte hier? Ja. Ich glaube, das müssen wir später klären. Mal den Kleber hier erstmal zu, bevor jetzt noch mehr da rauskommt. Genau, weil das ist ein bisschen zu spitz hin, dass ja. Wir da jetzt noch mal. Das ist der Kleber? Ja, das ist der Kleber. Hier klebt es noch nicht so hundertprozentig. Haben Sie einen nassen Lappen oder irgendwas da? Vielleicht kriegen wir es noch hier gelöst. Ja, 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 guck mal. Nicht die Lippen jetzt aufeinander pressen, ja? Lass den Mund so locker. Also die Hand hier unten ist fest. Ja. Da müssen wir was anderes machen. Hier, ach, Doktor. Ich habe mal Vaseline mitgebracht. Vielleicht ist das noch irgendwie ähnlich für Sie. Ich weiß nicht. Gibst du, mal irgendeine Kompresse? Ich probiere mal da hinten was abzukriegen. Wenn ich dir wehtue, dann, ne? Willst du mir mal einen? Das ist ja gut. Ja, unser Hauptproblem war natürlich der verklebte Mund. Also das wäre total fatal gewesen. Aber er hat wohl die Lippen nicht fest genug aufeinander gedrückt. Sprich, der Kleber ist noch nicht ganz fest geworden. Geht es noch? Ja. So, ich glaube, gleich haben wir es. Einmal noch. So, jetzt. Mach mal. Versuch mal. Ah. Oh. Zähne, Gott sei Dank, nicht den Mund haben wir auf. Elias. Oh Mann, hier unten ist aber fest, das müssen wir noch später abmachen. Aber super, das haben Sie gut gemacht. Und wo das inhalatorisch? Ist mit dem Mund jetzt alles okay? Nicht die Lippen, lass den Mund am besten jetzt ein bisschen offen. Ich weiß nicht, also, ob das. Die Hand kriegt man nicht ab. Da müssten wir sägen wahrscheinlich. Ja, haben Sie eine Säge hier im Haushalt? Werkzeug oder irgendwas? Ja. Was denn? Ja. Gucken Sie mal. Ja. Was wollen Sie denn ja, das Bett kriegen wir jetzt nicht gelöst. Der Sekundenkleber in Elias Hand ist bereits extrem hart geworden.
Um ihn zu entfernen, muss die Haut längere Zeit in einem warmen Wasserbad mit Lösungsmittel eingeweicht werden. Deshalb bleibt den Rettern nur, den Bettpfosten vorsichtig abzusägen, damit sie den Jungen ins Krankenhaus bringen können. Jetzt mit dem Mund bitte ein bisschen auflassen, nicht wieder zudrücken. Ich weiß nicht, ob alles weg ist, ne? Kannst du mir den Lappen einmal geben, dass wir den über den Mund drüber legen ein bisschen? Legen das drüber, keine Angst haben. Ich fange ganz langsam an. Keine Angst, ne? Ja. Wenn irgendwas ist, dann sag ich stopp, dann machen wir eine Pause, ne? Ja. Beim Sägen war natürlich eine sehr schweißtreibende Arbeit gewesen, dadurch, dass das Bett aus Hartholz bestanden hat. Aber im Rettungsdienst passiert auch sowas. Also kriegen Sie das auf jeden Fall ab, oder ist das... Das wird ab, natürlich. Also, es dauert ja, muss nicht operiert werden oder sowas. Nein. Würde ich gleich in der Ambulanz halt mit einer Lösung, große Schüssel. Wie kann das denn sein, dass Kinder Zugang zu Sekundenkleber... Naja, also, gut, das ist unsere Schuld, in Ihrem Haushalt an Sekundenkleber... Wir haben doch so einen gar nicht im Haus. Vielleicht kommt hast eigentlich du den gekauft. Ja, ist halt Kleber, ne? Also, da machen die keinen Unterschied in den Geschäften, wer das kauft. Unglaublich. Ist ja auch frei verkäuflich. Ja. Aber sag mal, Elias, was hast du denn überhaupt... Was ist das? Was wollte Platte kleben? Ja, du hast die Platte kaputt gemacht. Aber das ist doch nicht schlimm, Schatz. Mann, dann machst du doch nicht so dumme Sachen. Natürlich war ich traurig, aber... Das hättest du uns auch sagen können, Schatz. Also ist... Weil es die Platte, die gerade auf dem Boden lag. Ja. Das ist halt echt eine große Erinnerung für mich gewesen. Das war unser Hochzeitstag. Andreas hat mir die Platte geschenkt. Und ich war am Abend vorher schon sehr traurig, als ich es mitgekriegt habe. Aber natürlich war es, im Endeffekt ging es mir in dem Moment nur noch um meinen Sohn. Sowas kann man alles ersetzen. Dich nicht. Nee. Sekundenkleber ist tabu, bis du 18 bist. Passiert leider nicht so selten. Ne? Nein, ich habe das noch nie gehört. Also jetzt im Rettungsdienst sind solche Einsätze nicht alltäglich. In der Klinik sieht man es deutlich häufiger, dass die Eltern halt mit Kindern in die Klinik kommen, die Sekundenkleberverklebungen haben. Ist natürlich, man sollte solche Sachen unter Verschluss halten, weil desto kleiner das Kind ist, desto gefährlicher wird es natürlich auch. Gerade wenn es in den Bereich der Augen geht oder man sich tatsächlich den Mund zuklebt, ist es halt nicht mehr einfach zu lösen. Da bräuchte man dann schon größere Schritte. Und solche Unannehmlichkeiten kann man sich eigentlich ersparen. Das ist aber halt jetzt dumm, dass er sich wahrscheinlich, wie auch immer, an so vielen Stellen festgeklebt hat. Ne? Ja, wie ist das denn überhaupt passiert? Ja. Ich bin mit der Hand in den Kleber, wollte aufstehen, bin halt am Bett festkleben und bin mit dem Fuß in den Kleber gekommen. Oh. Und wie ist denn der Mund? Genau. Ja, dann wollte ich mir das mit der anderen Hand wegwischen. Oh, aber das ist ja total logisch. Ich meine, das muss doch... Das ist eine Sekundenreaktion gewesen wahrscheinlich, ne? Und dann hast du festgeklebt. Sie passen aber schon auf, dass Sie da nicht in den Arm rein sind. Da können Sie von ausgehen. Deswegen sind Sie super, schon zu zweit hier. Okay, fahren wir durch. Cool mit dem Krankenwagen, ne? Oder? Ja, das wird uns mal. Ich hasse ja Glück, es gibt noch 2 Tage schulfrei. Ja, wenn das Kind jetzt hier den Kleber verschluckt hätte, was ja Gott sei Dank nicht passiert ist, ist man natürlich auch als Notarzt, wenn man jetzt das nicht gerade zuvor mal hatte, auch etwas ratlos. Dann gehen wir meistens dahin und erkundigen uns bei der Giftnotrufzentrale, welche Maßnahmen zu treffen sind. Halt auch, weil manche Dosen dann doch nicht giftig sind, ein bisschen mehr aber dann schon giftig ist. Also da hält man dann mit dem Experten Rücksprache und befolgt dann die Maßnahmen, die einem am Telefon genannt werden. Lass mal gerade schauen, vielleicht kriegen wir es hier noch irgendwie wieder ab. Nee, der ist wirklich überall komplett festgeklebt. Den müssen wir so mitnehmen, das geht nicht anders. So, lass mal das mal so. Ich schaue mal gerade noch nach dem Fuß. Na, den kriegen wir so auch nicht ab. Du hast aber ganze Arbeit geleistet hier. Haben wir eine Schere? Können wir das irgendwie mal vielleicht versuchen? Ich muss ja aufs Bein aufstützen, das ist. Welcher Fuß ist es denn jetzt? Der jetzt hier unten. Der klebt hier unten. Nicht der ganze Fuß, aber. Ich muss anheben. Da keine Schuhe gleich, ne? Unsere Rettungsschere schneidet einfach alles, ey. Nicht nur Motorrad-Kombis, sondern auch Teppichböden. Damit reicht. Den ganzen Teppich mitnehmen? Also. Nein, das nicht, aber. Ich kann ja gleich noch genauer schneiden, aber erstmal. So, ich nehme mal deinen anderen Fuß. Geht das so? Mhm.
Ja, der Fuß war Gott sei Dank auch nicht komplett mit dem Teppich verklebt. Es war auch ein Hochflorteppich, also so, dass immer noch ein bisschen Luft blieb. Jetzt haben wir natürlich primär den Teppich ausgeschnitten. So hätten wir es auch belassen können und in der Klinik dann halt den Rest erledigen lassen können. Aber dadurch, dass der Fuß nicht komplett klebte, gab es halt noch die Möglichkeit, da war ja auch ein Kind, der hatte wirklich Angst, den Fuß halt vorsichtig noch vom Teppich zu lösen. Ich glaube, ich bin durch. Ja. Zumindest Fuß ist frei. Sieht so Messer aus. Ja. Vorsicht mit dem Messer, bitte. Vorsichtig, wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen schneiden. Aber nö, scheint ja. Hier. Ja, okay. Auf jeden Fall. Fuß ist frei. Frei. Halber Teppich drunter, aber frei. Gut. Fuß kriegen wir auch noch, oder? Ja, das ist, glaube ich, gerade echt so. Das kleinere Problem. Gut. Gebrochen ist nichts, also was, ne? Der hat jetzt nur geklebt, ne? Ja, der ist nur da reingetreten. Okay. Dann würde ich sagen. Okay. Ab, runter ja, und ins Krankenhaus. Tragen wir runter, damit er nicht noch mal irgendwo festklebt. Willst du den nehmen? Der kleine Elias hat wegen der kaputten Schallplatte ein furchtbar schlechtes Gewissen. Vor der Abfahrt ins Krankenhaus möchte er seiner Mutter noch unbedingt erklären, wieso er das Hochzeitsgeschenk aus dem Musikschrank genommen hat. Wo ist Mama? Die ist hier. Ja. Kommen Sie ruhig rein. Ich wollte die Platte nicht kaputt machen. Ich wollte euch auflegen, weil ihr es so gern mögt. Oh, du bist so süß. Ehrlich. Das ist überhaupt nicht schlimm, Elias. Ehrlich. Ja. Aber das ist ganz lieb von dir. Okay. Ja? Mhm. Jetzt gucken wir erstmal, dass du den Kleber hier überall von dir wegkriegst. Ja? Mhm. Wir fahren sofort hinterher und sind ganz schnell bei dir. Oder kann ich vielleicht mit im Die Mama kann sicherlich auch mitfahren. Ne? Ja. Aber ich denke mal, medizinisch sind wir ja jetzt hier so weit durch. Die Kollegen bringen ihn ins Krankenhaus. Also ihr könnt vorsorglich machen, aber wir schaffen das auch ohne euch. Also so ist jetzt nicht. Also ich packe noch ein paar Sachen ein. Genau, super. Ja, wir sind abgehängig. Sofort nach. Okay, bis gleich. Dann darf die Mama ausnahmsweise mal hinten mitfahren. Ich hoffe jetzt einfach, dass Elias nicht so lange im Krankenhaus bleiben muss und dass sie da alles gut entfernt bekommen und da keine Wunden hinterbleiben, dass wir dann einfach schnell wieder nach Hause fahren können und die glückliche Familie sein können, die wir immer sind. In der Klinik konnten die Ärzte den Sekundenkleber mit einem speziellen Lösungsmittel restlos entfernen. Elias erlitt keine Folgeschäden und durfte am nächsten Morgen wieder nach Hause. Nun will er sein Taschengeld sparen, um die zerbrochene Schallplatte und den entstandenen Schaden zu ersetzen.